Hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Die Himmeltussi ist wieder da. nein, Martina, von deiner Seele Wege ins Licht. Ja, was kriege ich heute rein? Ich kriege heute rein, dass die Engel dein Kronchakra öffnen möchten, damit du göttliche Führung empfangen kannst. Und es werden Seelenerinnerungen freigelegt. Das erste, was ich hier reinbekam, war vom das Tor zur Zeit, und zwar Sternzeichen Zwilling. Zeitangabe 21. Mai bis 21. Juni. Und in dem Zeitraum wäre es für dich wichtig, dass du wahrnimmst, was jetzt für dich vorgesehen ist. Wir gucken mal individuell rein. Wie ist das gemeint? Dein Kronchakra wird geöffnet, Engel helfen dir dabei, bis kommenden Jahr zur Zwillingszeit. Es kann aber auch sein, dass dein Zwilling kommt. Was für eine Art von Zwilling? Das kann ja alles Mögliche sein. Es kann dein Seelenzwilling sein, deine Twin Flame. Ich bin mal gespannt. Also um was geht es denn überhaupt? Könnt ihr mir bitte weiterhelfen über die Karten? Tatsächlich, ich werde irre. Ich habe das erst nicht so ernst genommen, muss ich euch wirklich sagen, ja. Weil ich ja schon so angefangen habe, die Himmeltussi. Aber tatsächlich, über die Karten ist genau das rausgefallen. Dein Seelenzwilling. Wartet, ich muss euch das mal so in die Kamera halten. Wir haben den Stern und die männliche Hauptperson. Also wenn du jetzt ein Mann bist und zuschaust, dreh dir das bitte rum. Hier kommt etwas in die Aktivität. Jemand, den du dir gewünscht hast. Etwas, was du dir manifestiert hast, woran du die ganze Zeit möglicherweise denkst. Ich lese es jetzt nochmal vor. Und diesmal... Sorry, ich weiß auch nicht, ich habe noch nichts gefrühstückt. Also diesmal ernsthaft, ich weiß nicht, was los ist, keine Ahnung. Deine Engel öffnen dein Kronenchakra, damit du die göttliche Führung empfangen kannst. Seelenerinnerungen werden freigelegt. Die Zeit ist die Zwillingszeit. Ich halte euch das auch mal so in die Kamera. Es wäre schön, wenn das ein bisschen schärfer wäre. Ah, ja. Hier geht es um diese Zeit. Es muss nicht unbedingt das Sternzeichen sein. Es ist, als würde die zweite Hälfte zu dir kommen wollen, bis in diesem Zeitraum Mai bis Juni. Ich weiß, das ist noch eine Weile. Aber wenn ich das so reinbekomme, dann kann das sein, dass du weiterhin daran glauben sollst, dass du dich so darauf einlassen solltest, dass jemand für dich vorgesehen ist und der sich manifestiert und immer näher rückt bis zu diesem Zeitraum. Wenn du sagst, ich habe doch schon jemand und ich bin eigentlich sehr zufrieden und sehr glücklich mit dieser Person, dann kriege ich hier rein, kann es bis zu diesem Zeitraum sein, Moment, ich kriege das wirklich so rein, innerhalb eines halben Jahres, dass ihr näher rückt, dass es verbindlicher wird, dass ihr zusammenwachst, ja, zusammenziehen, zusammen, ich weiß nicht, irgendwelche Pläne umzusetzen. Ich gehe aber mal davon aus, dass es hier eher die Reisegruppe ist, die aktuell nicht in einer verbindlichen Beziehung ist. Aha, aha, aha. Karma. Ich sehe schon Karma, karmisch geführt, und man sagt hier nochmal, in circa einem halben Jahr. Das ist vorbestimmt. Wir haben hier Karma. Das ist vorgesehen. So, bitte sagt mal was über die Person, die auf dich zukommt. Was ist das für eine Person? Wie kommt das zustande? Was gibt es darüber zu berichten?
Es gibt Folgendes darüber zu berichten. Du wirst mit dieser Person sofort ein Vertrauensgefühl haben. Damit meine ich, dass du das Gefühl hast, ihr kennt euch schon sehr lange. Die Basis aufzubauen ist nicht das Hindernis oder die Hürde. Es ist keine Herausforderung mit der Person. Ihr werdet euch von Anfang an sehr vertraut sein. Das ist genau die Ursprungsantwort, die ich hier erhalten habe. Deine Engel öffnen dein Kronenchakra, damit du die göttliche Führung empfangen kannst. Seelenerinnerungen werden freigelegt. Und das Ganze ist karmisch geführt und die Seelenerinnerung ist die Person, die dir begegnet. Diese Person hast du dir gewünscht. Jemand, der dir vertraut ist. Jemand, dem du nicht erstmal deine Seele übersetzen musst, auf gut Deutsch, ja, den du nicht erst erklären musst, wer du bist, warum du so tickst, sondern diese Person hat dasselbe Verständnis wie du. Dadurch kommt ihr viel schneller in eine Art Vertrauen, also diese Basis. Ich zeige euch die gerade mal. Das ist die Basis, die vier der Stäbe. Fokus. Die Basis, ja, auf der sich alles gründet, ist immer Vertrauen. Also ohne Vertrauen kein Aufbau möglich. Das Fundament ist immer, wie gesagt, Vertrauen, ja. Also wenn du jemandem oder etwas nicht vertraust, dann kannst du nicht darauf bauen. Wenn du nicht darauf bauen kannst, wenn das so eine Sandburg ist, dann wird die immer wieder wegbrechen. Ihr müsst immer wieder von vorne anfangen. Und das ist meistens in diesen Beziehungen, in denen man schnell zusammenkommt, ja, aufgrund der Anziehungskraft. Hier ist eine andere Vorangehensweise. Das geht hier nicht um die Sexualität, sondern hier geht es mehr um, wow, woher kommst du? Wow. Also du wirst erstaunt sein über diese Gleichheit zwischen dir und dieser Person. Ihr seid aus demselben Holz geschnitzt, ihr habt ähnliche Gedankengänge und das ist keine Trickserei, also das ist kein Mensch, der sich dir anpasst, dir nach dem Mund redet, sondern das ist tatsächlich eine fertig geformte Person, Persönlichkeit, genau wie du, die sich nicht groß verändern möchte oder wird, um dem anderen besser zu gefallen. Also weder du noch die andere Person wollt euch verbiegen, damit es passt. Ja? Es passt einfach und zwar von Anfang an. Und ihr werdet beide erstaunt sein. Es wird sich aber Schrittchen für Schrittchen, Schnittchen für Schnittchen weiterentwickeln. Ich weiß nicht, was los ist, ehrlich. Also kein Plan. Ich kriege hier wirklich so eine Leichtigkeit und Freude rein und viel Lachen auch miteinander, ja? Also sich selbst und den anderen nicht so bierernst nehmen, Gott sei Dank kein Bier, ja? Nicht nötig. Weder Alkohol noch sonstige Drogen sind nötig, um den anderen zu ertragen. So kriege ich es auch angezeigt. Oder du musst niemanden mehr ertragen, der Drogen konsumiert. Ja, es kann auch sein, dass du vorher jemand hattest, der gerne mal einen über den Durst getrunken hat oder sich breit gemacht hat. Und das war vielleicht vorher im Weg oder man konnte nicht wirklich Vertrauen aufbauen, weil man das Gefühl hatte, und es kann ja auch sein, dass beide gleich sind, ja, auch in dem Punkt könnten zum Beispiel beide gleich sein. Ja, das kann auch eine Basis darstellen. Aber wenn du jemand bist, der weder das eine noch das andere regelmäßig konsumiert, dann passt es einfach nicht. Ja? Und dann hat man ein Problem, eine Basis aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, das Gefühl zu haben, hier ist jemand kränkelnd. Ja? Dann auch emotional kränkelnd, weil das beeinflusst einen. Ich will euch mal was Persönliches dazu sagen. Ich bin ganz stark der Meinung, dass durch Konsum oder durch Konsum von
Drogen, dass sich da Wesenheiten einnisten können und zwischen dir und deiner Person ganz schön viel anrichten können. Obwohl du deine Person ganz anders in Erinnerung hast, kann aber währenddessen diese Person unter Drogeneinfluss steht, tatsächlich nicht mehr dieselbe Person sein, oder du empfindest es nicht so, und du empfindest es tatsächlich nicht so, weil es so ist. Diese Wesenheiten nehmen diese Person ein, aber ich würde viel zu weit jetzt abdriften. Hier kriege ich definitiv ganz klar rein, diese Person ist wie maßgeschneidert und du auch für die Person. Also das ist nicht irgendein Homunculum, das du erst noch zurechtformen musst, damit ihr zusammenpasst, ja, sondern das ist eine fertiggestellte Person mit eigenem Kopf, eigenem Charakter, eigenem Standing, eigenem Mund, ja, komplett fertig geformt, da gibt es nichts mehr zu basteln. Und es ist weder nötig noch sinnvoll, den anderen verändern zu wollen. Aber das, was ich hier reinkriege, ist echt ein Träumchen. Auch wenn ihr euch vielleicht vergackeiert fühlt, weil ich die ganze Zeit lachen muss. Aber ernsthaft kriege ich hier rein, diese Person und du, ihr seid füreinander vorgesehen. Es ist eine Vorsehung. Und ihr werdet von Anfang an eine Basis spüren. Ich krieg's. Also das ist neu und es beginnt alles jetzt, ab sofort, ja. Ab dem Supervollmond am 17. Oktober, let's go, ja. Ab diesem Zeitraum geht's los, brüte dieses Ei aus, ja. Brüte dieses Ei aus und lass das Alte hinter dir, guck dir das mal an. Hier verändert sich was grundlegend für dich. Moment, ich kriege hier gerade eine Durchsage. 98. Moment. Deine Absichten und Bemühungen bahnen einen neuen Weg, der dich vorwärts bringt. Ich habe gerade die Eingabe bekommen, der Zahl 98 aus dem Buch von Kyle Gray, Engelzahlen, Botschaften von 0 bis 999. Und du hast einen Moment der Erleuchtung. Achte auf alles, was dir derzeit begegnet. Wow. Also bitte bleib auf Empfang, aber deiner eigenen Wahrheit gegenüber, ja? Also lass dich nicht zu sehr beeinflussen, auch nicht von mir, wenn irgendwas für dich unstimmig ist, weil du das Gefühl hast, ich habe keinen Bock, ne? Also ich habe so gar keinen Bock auf einen Typen. Ich genieße gerade meine Freiheit. Oh Gott, jetzt kommt jemand, den will ich eigentlich gar nicht. Dann ist es auch nicht deine Legung. Dann wäre es für dich sinnvoll, wirklich was anderes zu hören, als das, was ich dir jetzt sage. Weil es kann nicht auf jeden zutreffen, es muss auch nicht auf jeden zutreffen. Wie gesagt, das ist eine allgemeine Botschaft. Ich weiß immer nicht, wer hinten dran sitzt, wer hier zuhört und zuschaut. Aber das, was ich hier reinkriege, ist tatsächlich von oben geführt. Auch wenn ihr mich für verrückt haltet oder was auch immer. Ich kann es nicht ändern, ich bin wie ich bin, ja. Also was soll ich machen? Soll ich jetzt hier sitzen und heulen vor Dankbarkeit oder Freude? Es ist ja das, was ich fürs Kollektiv reinbekomme. Ja? Diese Beziehung wird in den Wachstum gehen. Es wird eine Endbeziehung sein. Eine Beziehung, die bis zum Ende zusammenwächst. Wir hatten gerade 1444, habe ich übrigens auf meinem Arm tätowiert. Und die hat auch eine Bedeutung für mich, ja. Und was ich aber hier über den Baum reinbekomme, da geht es um das Leben, um das Aufblühen,
um die Stabilität in diesseits, also wenn du sagst, ich bin nicht nur geistig, ich bin auch körperlich, ich bin irdisch, ich bin nicht nur irgendwo in Wolkenkuckucksheim, sondern ich möchte das Leben real, dann kann ich dir sagen, das, was du dir wünschst, wird auch kommen. Deswegen fokussiere dich auf positive Gedanken. Stell dir vor, es gibt tatsächlich jemand, der ist wie du. Ja? Der hat dieselben Interessen, der hat dieselben Gedanken oder Befürchtungen oder Wünsche oder Geschmacksrichtung, was auch immer es ist. Es ist so wie du. Also dich gibt es in einer anderen Form auch nochmal, auch wenn es dich nur einmal gibt. Aber es gibt jemand, der ist wie du, ja? Der passt zu dir und ihr begegnet euch. Und ihr werdet auch wirklich zusammen sein, also richtig real zusammen wachsen, zusammen aufblühen, zueinander stehen, Stabilität leben, Halt leben. Also was soll ich dazu sagen, ja? Das wird dir von oben geschickt. Ich habe ja hier nur positive Karten. So, Stabilität, Vertrauen, Basis, ein Leben gemeinsam mit dem Partner, den du dir vorstellen kannst. Also fang an, dir etwas vorzustellen. Du kriegst ja die Zeit, ja? Bleib aber in der Geduld, glaub an dich, hab Vertrauen in dich selbst. Sorry, wenn sich das nicht richtig scharf einstellt. So, jetzt aber. Und ich kriege hier den 17. Oktober, beginnt die Reise. Ja, wärme dieses Ei, damit es fruchtbar, damit es von innen nach außen aufbrechen kann, damit diese Transformation beginnen kann. Ja, also in dieser Zeit jetzt. Stell's dir eben bitte einfach vor, freu dich da drauf und genieß, wenn du Single bist, dein Single-Dasein, ja? Also alles hat eine Zeit im Leben, alles hat eine Phase und jede Phase ist wichtig. Genieß in vollen Zügen, was du jetzt hast, wenn du Single bist. Koste das aus, ja? Und wenn du da dementsprechend satt bist, wenn du von der Distanz, von der Freiheit, von dem Raum satt bist und du brauchst wieder etwas Nähe, etwas mehr Gemeinschaft, etwas mehr Verbindung, dann genieß auch diese. Aber lebt es dann beides, weil ihr habt dann die Möglichkeit, beides zu leben. Also keiner muss jetzt in Gefangenschaft, nur weil es eine Beziehung gibt, ja, nur noch Verbindung leben. Das wird auch nicht der Fall sein. Ja? Ihr werdet auch eure Freiräume haben, eure Freunde behalten, eure Hobbys und so weiter. Also das heißt jetzt nicht, dass ihr in den Knast geht, ja, sondern ihr werdet schon sehr ähnlich sein. Wie geil. Ich kriege hier gerade die Ansage, deine Engel freuen sich über deine Hingabe, geistig zu wachsen. Oh mein Gott, was soll ich denn dazu sagen? Das ist doch nicht normal. Ja? Er fängt auch an, dich zu manifestieren. Pass auf, ich fange erstmal mit den kleinsten Karten an. Der Prinz der Münzen, der kommt ganz langsam in dein Leben. Auch er fängt an, dich zu manifestieren. Also das ist einer, der braucht, deswegen dauert es auch noch ein bisschen. Der kommt jetzt nicht sofort um die Ecke gerannt. Wir haben hier, wartet mal, ich halte es mal andersrum. So, wir haben hier einmal den Prinz der Münzen, das heißt, jemand, der sehr langsam, aber stabil unterwegs ist. Das ist jemand, der ist gleichmäßig, ja. Das ist kein Stop and Go, Stop and Go, Stop and Go, sondern das ist jemand, der ist gleichmäßig, langsam, aber seinen Wünschen und seinem Herzen, weil hier sind lauter Kelche, die stehen für die Visionen in aufrechter Lage. Also die sind nicht immer nur Illusionen, sondern die stehen in aufrechter Lage für Visionen. Ich folge meiner Vision. Ich gehe langsam vorwärts,
nicht mit Stop and Go, sondern mit Ruhe und Geduld gehe ich meinen Visionen entgegen. Das ist er. Wem geht er denn entgegen? Der Königin der Kelche, das bist du. Ja? Bitte, wenn du ein Mann bist, drehst dir einfach rum. Aber es gibt immer noch sowas wie männliche und weibliche Energie. Das ist ja normal. Ja? Also wir wollen hier nicht alles verdrehen. Männlich ist aktiv, weiblich ist die Annahme und Hingabe. Ja? Der Sender und die Empfängerin. So. Und wenn du ein Mann bist, bist du immer noch ein Sender. Und dann ist das hier deine weibliche Person, ja, die du hier anstrebst. Gerade essen und ich halte die ganze Zeit die Karte in der Hand. Und so konntet ihr nicht sehen, dass hier gerade ein Kranich vorbeigeflogen ist. Sorry, ein Reiher. Der steht für das Gleichgewicht, in die Stille gehen, in die Ruhe, in die Gelassenheit, in die Meditation, Yin und Yang. Ja? So, und jetzt gehen wir mal zu den letzten drei Karten. Das Geheimnis der neuen Beziehung. Also da liegt noch ein Geheimnis drauf, aber diese Liebe kommt auf dich zu. Moment, wir machen das mal so. Wir haben hier das Ass der Stäbe, eine sehr leidenschaftliche Verbindung, eine leidenschaftliche Möglichkeit für eine Beziehung, ein neues Projekt etc. pp. Dann haben wir hier die Hohepriesterin, die nicht verrät, wie und wann es genau zustande kommt. Und die Liebenden, die Entscheidung. Und wieder haben wir die Zwillinge. Das heißt, wir haben hier zweimal Zwilling. Und Zwilling kriege ich hier in diesem wie eine Zwillingsflamme rein, also deine Zwillingsflamme. Es ist aber genauso wie die karmische Vorhersage mit der Hohen Priesterin nicht viel anders. Das heißt, das ist von oben vorgesehen. Ihr habt euch schon verabredet und dieses Karma trifft ein. Und der Zeitraum speichert euch einfach diese Legung ab, wenn ihr das möchtet. Und wenn genug Likes drauf sind, also ich muss mal darum bitten, bitte vergesst nicht zu liken, weil ich am Ende des Jahres, ja, oftmals auch Videos lösche, wo ich einfach sehe, okay, die waren nicht so wichtig aufgrund der Likes. Ja, wenn wenig Likes drauf sind, lösche ich Videos. Ja, ich räume immer wieder aus, ob das jetzt Videos oder Bilder oder was auch immer ist, aus meinem Handy, aus YouTube und so weiter. Also bei mir ist es normal, dass ich von Zeit zu Zeit ausmiste und wieder klar Schiff mache. Ja? Wenn Videos nicht genügend Likes haben, dann miste ich die aus. Ja, die fliegen dann einfach raus. Und wenn ihr sagt, ah shit, ja, da war doch was, ich hatte es mir abgespeichert, aber ich finde es nicht mehr, dann liegt es daran, dass nicht genug Likes drauf waren. Also bis Ende des Jahres, ne? Also am Ende des Jahres. Deswegen denkt dran zu liken, wenn euch Videos gefallen oder ihr die abspeichern wollt. Aber ihr könnt da einfach drauf vertrauen, dass wenn euch das erreicht, irgendwie auch emotional, wenn euch das abholt, dann hat euch das was zu sagen. Wenn ihr da persönlich reinschauen wollt, dann könnt ihr natürlich die Möglichkeit ergreifen, eine private Beratung zu buchen. Sorry für die Lautstärke gerade. Es war ein Zug. Da könnt ihr mal in die Infobox schauen, da stehen meine Beratungsgespräche drin, wann ich die anbiete. Bitte immer unter dem neuesten Video schauen. Da sind auch die neuesten Termine drin. Und auch die Zeiten und wie ihr mich erreichen könnt über WhatsApp. Bitte anschreiben, nicht anrufen. Ich gehe nicht ans Telefon, wenn irgendjemand einfach anruft, ja? Auch über andere Messenger gehe ich nicht drauf ein. Es gibt eine bestimmte Vorgangsweise. Bitte richtet euch danach, wenn ihr tatsächlich eine Legung buchen wollt.
Ja, ich würde sagen, ich lasse es einfach mal so stehen. Vielen Dank vorab für die Likes. Vielen, vielen Dank für eure Abos. Gerne bis zum nächsten Video. Ich wusste nicht, was da jetzt kommt. Hätte nicht gedacht, dass es so etwas Weitreichendes wird. Aber ihr könnt euch drauf freuen. Also 25, 25, das ist der Ring auf beiden Seiten. Das ist die Verbindlichkeit, ja. Bis ganz bald. Alles Liebe für euch. Eure Martina. Ciao, ciao.